Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Zu gewinnen gibt es einen Mops zum 100 Abonnenten Special. Nein! Ja. Nein, ihr könnt nicht Holly gewinnen, sondern einen 25 Euro Amazon Geschenkgutschein. Warum? Weil wir es können. Ganz einfach. Und zwar habe ich jetzt eine Woche gewartet mit dem Gewinnspiel. Das liegt daran, dass ich immer ein bisschen warte, ob die Abonnentenzahl stabil bleibt. Stabil, Bruder. Und entsprechend habe ich jetzt erstmal gewartet, ob das Ganze sich noch ändert oder nicht. Ein Abonnent sind wir jetzt weniger. Also wir sind immer noch 101 Abonnenten, aber wir waren vorher 102 Abonnenten. Ja, und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist das letzte Video eine Woche her jetzt genau. Das liegt daran, dass ich noch auf ein paar Teile für den EJ6 warte. Und zwar einmal den T-Motorhalter, der hinten am Getriebe sitzt, und einmal den, der unter der Zahnriemenabdeckung sitzt. Das heißt also, da wird es erst weitergehen, wenn die hoffentlich jetzt bald auftauchen, weil langsam wird es Zeit. Der EJ9 von Philipp muss Ende September zum TÜV. Das heißt, bis dahin sollte das Ding fertig sein. Ist eigentlich auch nicht mehr viel Arbeit. Motor rein und dann können wir erst den Rest machen. Ganz einfach, weil das sonst keinen Sinn macht. Und naja, in der Zwischenzeit gibt es leider wenig am EJ9 zu tun. Am Bremsen-Swap aktuell leider auch ein bisschen weniger. Wobei ich da noch auf auf einen Kommentar eingehen muss, und zwar, dass man diese Kappe in der Mitte einfach abmachen kann. Ja, das ist mir hinterher auch aufgefallen, als ich das Video geschnitten habe. Entsprechend wird das auf jeden Fall noch gemacht. Holly freut sich so wahnsinnig. Holly freut sich über 100 Abonnenten. Das sieht dann so aus. Komm mal her. So sieht das dann aus, ja, wenn Holly sich über 100 Abonnenten freut. Ja, möchtest du mir was erzählen? Nicht? Nein, tschüss. Hau ab. Und zwar wird das Ganze über socialman.net stattfinden. Das liegt ganz einfach an folgendem Grund. Und zwar, dort kann ich am besten nachvollziehen, wer den Kanal abonniert hat. Denn das Problem ist, man kann seine Abos mittlerweile privat stellen. Das heißt, wenn ich auf meine Abonnenten klicke, dann sehe ich vielleicht 40% aller Leute, die abonniert haben, weil sie ihr Abo öffentlich geteilt haben. Heißt also, mehr als die Hälfte sehe ich nicht, und unter diesen 40 Leuten will ich nichts auslosen, da ich nicht weiß, wer davon wirklich meine Videos schaut und ich nicht gegebenenfalls irgendwelche in Anführungsstrichen Karteileichen einen 25 Euro Amazon Gutschein schenken möchte, die es vielleicht gar nicht verdient haben. So nämlich. Und deshalb wird das Ganze über eine externe Plattform stattfinden, weil auch in den Kommentaren auslosen ist schwierig, weil ich auch da nicht nachvollziehen kann, ist es ein öffentliches Abo oder nicht. Und entsprechend ist das schwierig, ja, für mich auch da wirklich fair einen Gewinner auszulosen. Und so wird das Ganze quasi von einer externen Seite übernommen. Und wie das Ganze aussieht, ist folgendermaßen. Socialman.net stellt ein, also oder ich erstelle darüber ein Gewinnspiel, bei dem ihr euch einloggen müsst. Das heißt, ihr müsst euch mit eurer E-Mail-Adresse einloggen und müsst dann verschiedene Aufgaben erfüllen. In diesem Fall den Kanal abonnieren, das gibt 5 Tickets quasi. Und dann könnt ihr optional natürlich noch die Facebook-Seite anschauen. Gleiches gilt für die Instagram-Seite. Und dafür kriegt ihr dann jeweils noch ein Ticket quasi als kleine Sahnehäubchen obendrauf, ja, damit eure Gewinnchancen größer sind. Aha, die Leute, die folgen, ich denke an euch. So, und entsprechend habt ihr da vielleicht noch so ein bisschen mehr an Chance. Das Ganze läuft dann eine Woche, beziehungsweise es wird im Gewinnspiel 6 Tage stehen, allerdings ist es eine Woche. Das Problem ist, wenn du das erstellst, dann läuft das Gewinnspiel direkt. Heißt also, wer quasi jetzt, unten in die Beschreibung klickt, socialman.net, ich blende es hier jetzt auch nochmal ein, genau hier, genau da, genau. Könnt da drauf gehen, wie gesagt, teilnehmen, und dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Dann wird es am Sonntag, beziehungsweise am Montag, ich weiß noch nicht, wie ich es zeitlich schaffe, wieder ein Video von einem Treffen geben. Und zwar von einem riesigen Oldtimer-Treffen. Da muss ich nämlich auf jeden Fall hin. Ich wurde eingeladen, das heißt, da müssen wir vorbei. Und es werden mehrere tausend Leute erwartet. Ah, ich bin mal gespannt, ja. Und entsprechend hoffe ich natürlich, dass wir da ein bisschen was reißen können, ein bisschen filmen können. Und dass euch das Ganze dann auch gefällt. Ich weiß, es ist nicht immer nur Tuning, aber Autos sind Autos. Ja, und dann habe ich noch was. Und zwar sind wir jetzt Next Level. Und zwar
haben wir ein neues Stativ. Ja, also ihr habt keine so oder so oder so Bilder von mir. Ja, also es gibt nicht mehr krumme und schiefe Bilder, weil wir haben jetzt von Alpha Design das Alpha 2500. Jetzt bin ich voll Alpha, Bruder. Das ist ein großes Stativ, und zwar ein wirklich großes Stativ. Und damit werde ich jetzt in Zukunft viel mehr filmen, vor allem so Sachen in der Garage und vielleicht auch hier zu Hause. Grund dafür, warum ich das so super geil finde, das Teil, ist, es hat zwei Wasserwagen, und zwar einmal unten am Standfuß und einmal direkt unter der Kamera. Das heißt, ich kann euch richtig schön gerade ausrichten, ich kann gerade in die Kamera reden, ich muss nicht so nach unten gucken, ich muss nicht so nach oben gucken, so leicht schräg, sondern ich bin immer gerade im Bild. Lach nicht, du kleine Jüchse. Das jüchselt mich nicht, dass du da stehst und guckst. Das jüchselt mich absolut nicht. Also man muss ja auch quasi ein bisschen so an der Videoqualität arbeiten. Das ist jetzt halt unter anderem einer der vielen Schritte, die vielleicht noch in den nächsten paar Wochen, Monaten, Jahren, ich weiß nicht, wie lange ich das mache, passieren werden. Jedenfalls, ja, nur dass ihr Bescheid wisst, gerade so Sachen wie jetzt den Motor einbauen und sowas, da werde ich das Stativ auf jeden Fall gut gebrauchen können, und den Link wird es auch auf Instagram und auf Facebook geben zu dem Gewinnspiel. Und weil ich so cool bin, pass auf, seid ihr jetzt live dabei, oder ich bin live dabei oder wie auch immer. Ach, da sieht man's. Hallöchen, wir sind gerade live im Video, ihr seid live im Video, und zwar zum Giveaway vom 100 Abonnenten Special. Es geht um eine wunderschöne 25 Euro Amazon Geschenkgutscheinkarte. Link kommt, Video kommt. Moment, was machst du da? Ach so, so. Und seid gespannt. Bis dahin. Ciao. Ja, nur damit ihr wisst, wie das hier eigentlich läuft. Wir sind gerade live. Ja. So, das wäre es dann eigentlich meinerseits. Wie gesagt, am Montag oder Sonntag, je nachdem wie ich es schaffe, kommt ein riesig tolles, wahnsinniges Video. Von einem Oldtimer-Treffen. Und dann geht es nächste Woche hoffentlich mit Vollgas am EJ6 weiter, sodass der endlich fertig wird. Wir hoffentlich bald unsere erste Probefahrt machen können und das Ding hoffentlich bald läuft. Yay! Tschüss! Bis dahin! Ciao! Ich möchte einen Entenbruststreifen. Mama, Entenbruststreifen! Hallo! Was ist das denn hier überhaupt alles? Wahnsinn, das ist ja eine erstaunliche Technik hier. Hä?